Moin aus Berlin, Sulsul, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4. Ah, sie malt ein neues Bild. Beim letzten Mal haben wir ja irgendwie, ich habe keine Ahnung, mehr Verlust gemacht als alles andere. Wie sieht das überhaupt aus? Was musst du arbeitstechnisch noch machen? Gar nichts. Okay. Wird das noch eine Künstlerin? Du, pass mal auf. Und mal, läufst du da durch unseren Garten oder was ist das? Wer ist das überhaupt? Könnte Marvin sein. Oder Ralf. Hat er denn für ein Problem? Verspielt. Okay. Marvin, Level 3 der Kochfähigkeiten. Na Mensch. Knuffig. Übrigens, sag schon mal jetzt, ne? Däumchen wären Träumchen. Aber noch viel schöner, klickt auf die Glocke, dann erfahrt ihr, wenn es was Neues gibt. Und ihr dürft natürlich auch meinem Twitch-Kanal folgen. Tut euch da keinen Zwang an. Level 3, sie kann Pop-Art-Gemälde anfertigen. Okay. Das ist ja schön. Im Moment kann ich noch nicht erkennen, was das ist, Lena. Aber wenn man das überlegt, ne, sie ist als Adoptivkind hier hingekommen, jetzt hat sie schon ihr eigenes Kind. Okay. Wir könnten aber schon mal den Babysitter in Elternzeit gehen. Machen wir anders. Mehr Auswahl. Kindersitter engagieren. Ja, ich meine, sie arbeitet ja eh von zu Hause aus. So, wie sieht's denn bei dir aus, Marie? Hast du noch irgendwas, was du machen musst? Genau, Science-Fiction-Roman. So sieht das schon mal anders aus. Beim letzten Mal hat da irgendwas schiefgelaufen. Hattet ihr das gesehen? Eigentlich kann unsere Babysitterin sich ja auch dem Haushalt anschließen, oder? Level 7 ist das höchste. Ja. Level 7, 5290. Level 7, 7265. Und irgendwo da oben war noch was. 7000. Genau, wir nehmen natürlich dann das da. Free Lanes mit Kunden chatten. Und was ist dann meine Aufgabe? Ach, scheiße. Ach nee, doch nicht. Relanes. Science-Fiction-Buch, genau. Der würfelt das immer so ein bisschen durcheinander, muss man sagen. Man hackt erst und schreibt dann den Bericht, Lena. Aber egal, wenn es 7000 bringt, ist das alles in Ordnung. Dann kannst du das natürlich machen, wie du willst. Ist sie May? Ist sie May?
Mehr Auswahl. Freundlich. Das machen wir dann auch. Wir bitten Sie, sich dem Haushalt anzuschließen. Das ist genial. Dann ist sie eine Angestellte und wohnt hier und ist eigentlich immer für das Kind da. Kann sauber machen oder sonst irgendwas. Das ist eine coole Idee. Obwohl sie das auch machen kann. Wo ist sie denn hin? Mehr Auswahl freundlich. Genau, das machen wir jetzt. Rechnungen 16.300, nee, 16.701, alter Schwede. Ich meine, den Computer können wir dann ja tatsächlich auf dem Dings stellen. Das nehmen wir natürlich mit hier rüber. Und was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Schwangere zählen als zwei Sims. Ja, wir sind schon einer mehr. Machen wir denn da? Egal, unser Geld hat sie trotzdem überwiesen. Er ist zu groß für hier. Da passt er auch nicht hin. Sieht denn das unten aus? Auch nicht viel besser, ne? Haben wir eine Theke reingebaut mitten in die Burg. Warum können nicht mehr hier einziehen? Wir wollen hier mehr haben. Freelance. Sicherheitssysteme untersuchen. Dann Freelance Bericht schreiben. Genau. Dieses Kind brüllt ziemlich viel. Ralf ist zur Arbeit. Marvin kann den Scheiß hier mal reparieren. Können wir irgendwas verbessern? Gucke jedes Mal, ne? Ja, im Moment kann er nichts verbessern. Da ist nichts zum Verbessern da. Was ist mit dir denn?
Sie geht duschen. Die ist noch fleißig. Marie auch. Haushalt. Spielregeln umgehen. Die ist gleich fertig. Rinka Shalbo, Spovani, Jessene, Dimisomas. Mal gucken, ob es ihr noch schlecht geht bis dahin, weil sie hat Hunger. Ach, guck mal an. Zur Abnahme schicken. Scheint angenommen worden sein. Abgenommen. Das ist genau das, was wir suchen. Wunderbar. Dann kannst du, Marie, noch Rechnungen bezahlen. Ein Skriptfehler. Naja, oh Gott. Passiert, ne? So, Lena, wie sieht's bei dir denn aus? Ach, die hat Hunger. Komm, wir wollen deinen Bericht in dieser Folge heute noch sehen. So. Dann machst du jetzt noch ganz kurz den Bericht zu Ende. Das ist nicht mehr viel, genau. Jawoll. 8000 dazu. Jetzt kannst du machen, was du willst. Fertigstellung Auftrags vor dem Zielzeitpunkt. Da gibt es dann sogar extra Kohle. So, dann machst du nochmal Folgendes. Mehr Auswahl, Kindersitter-Service engagieren. Dann darfst du ins Bett gehen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und ja, wünsche euch dann noch einen angenehmen Tag, würde ich mal sagen, oder? Wie schaut's aus? Mich wundert jetzt, dass sie nicht in ihr Bett geht, obwohl sie müde ist. Ach, sie muss erst mit ihrer Mama quacken. Mhm. Der liegt auch schon wieder im Bett. Und sie hier, mehr Auswahl, Aktionen, mehr Auswahl, okay. Kommt immer die gleiche, obwohl sie gerade Dienst hatte, ne? Aber wir werden mal was provozieren. Der ist gerade auf der Arbeit. Wir werden definitiv was provozieren. Wir können nur am Maximum
8 Leute wohnen. Was passiert denn, wenn jetzt jemand von den beiden noch schwanger wird? Oder wird jetzt niemand mehr schwanger? Ich werde mich bei Google mal schlau machen, inwiefern man das Ganze erhöhen kann. Jetzt aber endgültig. Tschüss, macht's gut, bis morgen.